So, ich erkläre jetzt nochmal kurz, wie das funktioniert mit dem Quiz, wenn du ein Buch gelesen hast, dass du dazu ein Quiz machen kannst. Wir haben ja zusammen dieses Buch gelesen, ab heute sind wir cool und das suchen wir jetzt einfach mal. Das heißt, ich möchte dazu das Quiz machen. Dann muss ich hier oben in der Suchleiste eingeben, ab heute und dann kommt es auch schon. Dann sehe ich hier das Buch und dann kann ich das auswählen und dann steht hier in grün Quiz jetzt beginnen. Dann kann ich als erstes mal bewerten, hat mir das gut gefallen oder nicht so gut gefallen. Also 5 Sterne sind gut, ein Stern ist nicht gut. Nehmen wir jetzt mal 5 und dann kann ich das Quiz starten. Was mag Leos kleiner Bruder nicht so gerne? Verschwörungen, Veränderungen, Verrenkungen. Also ich tippe auf Veränderungen und das stimmt. Habe ich 3 Punkte bekommen. Weiter. Welche Filme möchte sich Leo gerne anschauen? Filme, in denen Schlangen und Wölfe vorkommen oder Filme, die länger sind als Kindersendungen oder Filme, für die er eigentlich noch zu klein ist. Das wissen wir noch, das waren die Gruselfilme, also weiter und richtig, genau. Was sagt ein Cooler, der sich am Kiosk eine Cola kaufen will? Da wissen wir noch, das war das mit dem nachtschwarzen Magenätzer. Genau. Und es stimmt. Und so weiter. So kannst du dann das ganze Quiz durchmachen. Ich mache jetzt mal hier das noch zu Ende. Warum ist es cool, mit einem Rucksack zur Schule zu gehen? Weil es aussieht, als hätte man Wandertag. Welchen Vorteil hat es, laute Krachmusik zu hören? Man hört es gar nicht, wenn Papa schimpft. Was macht Tante Mechthild, wenn sie zu Besuch kommt? Mach jetzt hier mal weiter. Wenn du schlau bist, dann schaust du zu und dann kannst du das Quiz nämlich auch gleich machen. So. Oft sind die Fragen ein bisschen komisch formuliert, da muss man dann ein bisschen nachdenken. Mal weiter. So, das hier zum Beispiel ist eine komische Frage. Was wünschen sich Muck und Leo? Warum wünschen sich Muck und Leo, dass sie die Musik mal ganz laut anhören können? Ihre Eltern erlauben es ihnen nicht, deshalb wäre es unvorstellbar schön für sie. Also unvorstellbar schön stand jetzt im Buch nicht und das ist auch ein bisschen komisch formuliert, aber ist nicht schlimm, wenn man mal eine falsche Frage hat. Also wenn du eine falsche Frage kriegst, eine Frage falsch beantwortest, kriegst du keine Punkte dafür. Ich habe das mit den Minuspunkten jetzt erstmal ausgeschaltet. So. Und dann haben wir es auch schon geschafft. Sie wollen erstmal spielen gehen. Genau. Und dann haben wir unser Quiz auch mit lauter richtigen Antworten beendet. Und dann gibt es hier noch die Möglichkeit, eine Meinungsfrage zu beantworten. Das ist jetzt nichts, wo man richtig oder falsch beantworten kann. Das kann man auch überspringen. Ich mache es jetzt mal. Das ist so eine Art Umfrage. In welche Person würdest du dich gerne für einen Tag verwandeln? In Leo, in Muck, in die Tante? Ich sage jetzt mal der Leo, weil der so coole Ideen hat. Und, ah ja, da waren die meisten auch meiner Meinung. Also jeder würde sich am liebsten in den, oder die meisten würden sich am liebsten in den Leo verwandeln. Und dann habe ich dieses Quiz beendet. Ich könnte jetzt zum Beispiel auch noch Petterson und Findus suchen. Das haben wir ja auch mal gelesen ganz am Anfang. Und da gibt es auch ganz viele Bücher. Da kannst du zum Beispiel auch mal stöbern. Zum Beispiel, wie Findus zu Petterson kam, das habe ich euch in der ersten Klasse vorgelesen. Da kannst du auch hier zum Beispiel das Quiz beginnen. Du kannst zu jedem Buch, das du gelesen hast, es sind eigentlich alle Bücher drin, ein Quiz machen und dann damit auch Punkte sammeln. Also ich würde mich freuen, wenn du das ein bisschen nutzt.